Willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie ich ein älteres Bild übermale. Ich starte hier mit einem Signalrot und ich arbeite mit einem breiten Pinsel aus dem Baumarkt. Das Rot verdünne ich etwas mit Wasser und lasse die Farbe nach unten fließen. Jetzt nehme ich einen neuen Pinsel und arbeite mit Schwarz. Für den Hell-Dunkel-Kontrast nehme ich jetzt Weiß. Nun kommt die Feinarbeit. Ich verblende die Farben. Ich verwische die Farbübergänge. Ich habe immer verschiedene Farben auf dem Pinsel und ich setze so Akzente. Mit einem sauberen Pinsel male ich jetzt ein kräftiges Gelb. Das gibt einen wunderbaren Kontrast. Das Bild braucht jetzt noch ein bisschen Spannung. Ich mache wieder Akzente. Innehalten und schauen, ob das Bild noch was braucht. Ein sauberer Pinsel und noch etwas Weiß. Die Farbe ist noch etwas feucht. Also nehme ich meine Stricknadel und ziehe Linien. Hier gibt's noch ein paar Nahaufnahmen und natürlich wie immer die Fotos am Ende vom Video. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Mit diesem Bild bin ich rundum zufrieden. Schreib mir doch in die Kommentare, ob es dir auch gefällt. Und hier geht es weiter. Und tschüss.